Hallo und herzlich willkommen, ihr auktionsgierigen Haie, zu einem neuen DLC von Bahnfinders. Es heißt Bitwars und entführt uns auf eine exotische Insel, um genauer zu sein, in einen mysteriösen Themepark mit schrägen Typen, reichen Ladies und einer abgefahrenen Story. Natürlich dürfen wir wieder sammeln, um das ganze Zeugs auf der nächsten Auktion wieder verscherbeln zu können. Auch der Humor von Bahnfinders ist wieder mit an Bord, was das ganze DLC noch ein ganz gewaltiges Stück abrundet. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an und gehen mal auf die Suche nach den alten Schachteln. Neues Spiel? Ja, da haben wir eine neue Nachricht gekriegt. Wir sollen auf diese Insel. Und da steht auch schon dieses Riesengeschenk, was uns hier abgeliefert wurde. Ich bin gespannt, was da drin. Machen wir doch mal auf. Gerücht halten, um Geschenk aufzumachen. Ja, wie geil ist das denn? Auf jeden Fall schon witzig gemacht, muss ich schon sagen. So, prüfe das Ticket am PC. Und hier oben erscheint jetzt Bitwars Theme Park. Draufklicken und dann geht die Reise los. Also das Intro verspricht schon mehr und es macht auch Lust auf mehr. So, wir sind angekommen auf dieser exotischen Insel. Das übrigens hier ist unser Truck. Das ist schon witzig. Ja. Sieht gut aus. Ja, sehr bunt gehalten. So, unser Onkel Billy. Willkommen auf der Insel. Ich habe ein paar verrückte Sachen. Aber erst trinken wir was, immer eine nette Art, sich die Zeit zu vertreiben. Ja, wir schauen uns mal kurz um hier. So, please wait to be seated. Ja, guck mal, was hier noch alles rumliegt. Immerhin schon, ne? $250 hier. So, wir sollen mit dem Onkel was trinken. So, ich schulde dir einen. Such dir einen aus. Okay. Moonshine, nicht vorrätig, komm später wieder. Hier, gedrückt halten, um Getränke zu bestellen. Also. Okay, die nächste Runde geht auf mich. Thank you.
Ja. Was denn jetzt passiert? Der ist jetzt eine Pappfigur geworden. War da irgendwas in meinem Bier drin? Okay, draußen ist etwas nicht in Ordnung. Ja, da gehen wir mal gleich raus. Bevor wir das aber machen, hier liegen noch ein paar Sachen auf dem Tisch. Müssen wir alles noch wegräumen. Es wäre schade, das stehen zu lassen. Ne? Es ist bares Geld hier. Oh, bitte, können wir alles mitnehmen. So, hier liegt auch noch was. Hätten wir fast vergessen. Wir müssen hier genau untersuchen alles. Was denn eigentlich hier hinten? Kann man hier noch alles mitnehmen? Hey, schau doch das an. So. Das haben wir hier auch leer geräumt. So, hier haben wir alles. Gut. Hier sind noch Müllsäcke. Die nehmen wir auch noch mit. Cola-Automat. Ja, hier steht eine ganze Menge. Wie viel haben wir denn schon? $455. Oh, da ist man eine Weile beschäftigt hier. Das kann man nicht nehmen. Gut, da haben wir jetzt alle Tische abgeräumt. Was ist das hier? Das sieht merkwürdig aus. Na, hier sind noch ein paar Sachen. Gut. Oh, hätte ich noch ein bisschen was vergessen hier, ne? Na gut, dann gehen wir mal raus. Okay, ein wilder Container ist erschienen. Gucken wir mal rein, ne? Versuche, die Auktion zu gewinnen. Ach, man muss es so lange machen, bis man den Container hat. Für $950 verkauft. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Sammelobjekte. Eine ganze Menge sogar. Hier ist ein Koffer, ein komischer. Bring den Koffer in die Bar. Alles klar. Haben wir nichts vergessen? Oh, Moment mal, da ist noch was. Ja, seht ihr, da hätten wir fast noch ein Sammelobjekt vergessen. Und wohin damit? Ach, da bestimmt. Was? Wir sollen reinspringen? Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, wir sind hier irgendwo interdimensional. Klicke einfach auf die gewünschten Elemente. Hier ist so ein Riesencomputer. Probier es aus. Geh zum Terminal und wähle das Sammelobjekt. Mal gucken, was ist denn hier eigentlich?
Irgendein Alien hier. Oh, was ist denn das hier? Ein Sammelobjekt. Können wir das mitnehmen? Ja gut, ich soll es zurücklegen. Und wir sollen hier irgendwas machen. So. Und ich soll jetzt hier die Schubkarre. Ach. Man kann sie dann hier rausnehmen und dann hat man sie hier dann. Und die erscheint dann wieder, wenn ich sie einsammle, bestimmt im Terminal. Ja, da ist sie wieder. So, benutze das Portal, um zum Hafen zurückzukehren. Das machen wir natürlich. Wir sollen jetzt Regale anmieten. Rent a Stand. Ja, freier Plan für null. Ist günstig, nehmen wir. Okay, und jetzt können wir dann hier irgendwas draufstellen. Mal gucken. Ja, genau. Alles klar, verstanden. Ich weiß, wie es funktioniert. So, hier hat es gerade geklingelt. Da drüben, da will einer das Klo kaufen. Duke Tucker. Wir feilschen natürlich nach alter Händlermanier. Okay, nochmal feilschen. Sehr schön. Und verkaufen. Der freut sich. Hier auch. Ah. Natürlich, $95 zum Verkaufen. Also Onkel Billy sagt, wir sollen jetzt schlafen gehen. Das ist jetzt so, wie es aussieht hier noch. Alles Tutorial, wo man da nochmal alles erklärt bekommt. Wir sollen jetzt hier durch irgendwie. Oh, hier sind noch Kisten. Nehmen wir natürlich alles mit. Das ist bares Geld hier, was hier rumliegt. So, dann nehmen wir hier die ganzen Stücke noch mit. Die Schuhe auch noch. Ja, von nichts kommt nichts. Bisschen Geld muss ja sein. Dem haben wir auch seine Stiefel geklaut. Sehr schön. Don't disturb. Hier stehen noch ein paar Sachen. Ah, sehr. Sehr gut. Ja. Warum Onkel Billy eine Pappfigur geworden ist, weiß ich gar nicht. Also ich muss echt was Starkes in meinem Drink gehabt haben. Kann man hier noch was nehmen? Nee, auch nicht. So, und wir sollen ja irgendwo ein Zimmer haben. Ich denke mal, das ist das hier, ne? Bahnfeinlass, genau. Wunderbar. Nächster Tag. Hier ist noch ein Poster. Den nehmen wir auch noch mit hier. So. Können wir das auch noch nehmen? Nein, das hier auch nicht. Gut, also Poster sammeln scheint ja auch irgendwie neu zu sein. Neue Poster. Gibt es hier zur Genüge. Gut, was sollen wir denn jetzt machen? Das ist auch eine Pappfigur. Irgendwie sehr merkwürdig hier. Hier geht's wieder in den Koffer. Moment mal, hier hat sich was verändert. Was ist das denn hier alles?
Demontage, ja, Demontage. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Wo geht's jetzt hier hin? Okay, hier ist... Ach, da kann man wahrscheinlich von oben runterschauen. Ach du meine Güte, was ist das hier alles? Nun gut, das werden wir wahrscheinlich noch alles ausbauen können, nehme ich mal an. Wir gehen mal zurück nochmal. Gut. Rent the Stand, genau. Da sollen wir schon wieder einen Stand mieten. Ich würde jetzt, glaube ich, einen... Boah. Hier für $50, 4 bis 8 geschätzte Kunden. Mehr haben wir ja eh nicht. Und dann... aktivieren wir mal hier die ganzen Items. Ah, da kommt schon der erste. Ah, ein normaler Stand für 0 Euro hätte auch gereicht. Okay, der feilscht wieder. Wunderbar, $168. Der freut sich. Oh, $40, immerhin. Und er hier möchte die Schubkarre haben. Gut. Oh, das war daneben. Haben wir auch verkauft. Immerhin schon. $491 verdient. Immerhin, $105, nehmen wir mit. So, das waren die Auktionen. Was sollen wir jetzt machen? Wieder rein in die Bar, so wie es aussieht. Gucken wir mal unter F1. Da ist jetzt nichts. Ich vermute mal, es ist wieder... Abend? Können wir denn schon in den Themenpark? Ah, ist schon offen, ne? Willkommen! Betrete das Tor, alles klar. Ah, ist schon offen. Na, dann mal los. Ab in den Themenpark. Gut, Lernprogramm Themenpark Zonen. Jede Zone hat einige einzigartige Gegenstände. Jede Zone erscheint einmal am Tag. Gebe Bitcoins aus, um neue Zonen zu öffnen. Okay. Oi, oi, oi. Wo ist meine Axt? Also war das andere nur Vorgeplänkel. Ah, hier liegt noch was. Schaut mal. Alles mitnehmen. Ein paar Pase. Jugtaka, was ist das? Ah ja, okay. Da haben wir wieder was bekommen hier. Zur Sammlung hinzugefügt. Liegt quasi das Geld auf der Straße, ne? Poster. Sehr schön, haben wir auch mitgenommen. Da hinten leuchtet auch noch was. Hier. $3.169 schon. Wir werden immer reicher. Are you
Aber ist hübsch gemacht, ne? Vor allen Dingen witzig hier. Aha, alles wird in Containern verstaut. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Das haben wir schon. Hat noch gepupst, der Hund. Wie geil. Ah, schaut mal, die bringen auch was, die Luftballons. Ich weiß gar nicht, ob wir uns mit diesem kleinen Kram aufhalten sollen. Das ist Miko, mal gucken. Eine Lampe, eine Jü-Lampe. Eine Jü-Lampe. Eine Schaufel brauchen wir auch. Na gut, komm, die kaufen wir uns. Und ein Dietrich auch. Die Lampe. Und wir haben hier höhere Chance, Metallschrott und zu finden. Was haben wir denn eigentlich? Wir nehmen noch hier $560. Ach komm. Dear customer, no returns. Miko, it should see you later, partner. Ja, dann müssten wir ja jetzt ein bisschen mehr bekommen hier, ne? Hier geht's nicht durch. Okay, die kann man jetzt nicht zerstören. Da hat einer Pappmaché hingestellt. Ja, es gibt deutlich mehr, ne? Mit der Axt. So, dann gehen wir mal ins Haus und schauen uns mal an, was das da drinne gibt. Kann man das Schild hier auch noch kaputt machen? Nein, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit man hat, um diese Zone zu clearen, wenn die nur einmal am Tag erscheint. Also alleine schon diese Idee zu haben, das ist schon, finde ich, krass. Hier kommen wir nicht rein. Kann man das kaputt machen? Geht nicht. Hier kann man auch nichts nehmen. Aber es ist schon witzig gemacht. Da sitzt ein Schwein in der Badewanne. Ja, nee, ist klar. Für 25 nehmen wir mit hier. Der Sammlung hinzugefügt. Sehr schön. Ah ja, es sieht so aus, als ob da jemand in den Himmel geht. So, Schränke kann man nicht aufmachen, aber schon klasse, muss ich sagen. Witzig, vor allen Dingen diese Ideen.
Diese Idee muss er erstmal haben. Das kann man jetzt hier nicht wegschaufeln, dachte eigentlich. Na bitte. Hier noch irgendwas aufmachen? Ne, ich glaube nicht. Nehmen wir auch noch alles mit hier. Wahnsinn, was hier alles zu holen gibt. Also hier kann man wirklich ganz entspannt looten, seiner Sammelleidenschaft nachgehen. Wie ihr merkt, ich bin auch schon sehr ruhig hier, weil ich so mittendrin stecke, alles einzusammeln. Ne? Was ist das hier? Hier kann man irgendwie sich draufstellen. Okay, das ist irgendwie sowas zum Springen. Oh ja, genau. Ach, guck mal an. Das ist ja mal interessant. Aber warum bin ich jetzt hier oben? Also, was bringt's mir? Kann ich hier auf den... Ach, wartet mal. Das ist ja interessant. Man kann auf den Lichterketten laufen. Oh. Okay, da scheint es dann irgendwas oben zu geben. Gut, was ist hier? Kommen wir hier noch ran? Da nicht. Aber hier ist auch wieder so ein... Oh! Wo sind wir nun gelandet? Ach, guck einen an. Das heißt, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, wir sind jetzt einen Abschnitt weiter, haben aber noch nicht das andere ausprobiert. Was mich wundert, ist, doch, hier kann man durchgehen. Doch, wir hätten eigentlich nur hier durchgehen brauchen. Gut, wir kommen auch wieder zurück, das ist sehr schön. Ich wollte ja noch das eine ausprobieren, das eine Trittbrett da. Diese Geräusche... Oh, das hat sich gelohnt. Aber wir haben noch kein Sammelobjekt gefunden. Die richtig guten Dinge.
Nur wozu ist das hier? Mal gucken. Okay, das schießt uns hier auf die erste Geschichte hier, also auf den ersten Container. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ich weiß nicht, ob der mich da durchlässt. Ich versuch's nochmal. Also scheinbar kommt man da nicht hoch. Man wird von dem Baum geblockt. So, ab hier geht's nicht weiter. Kann man hier das Fenster aufmachen? Nee, ne? Dachte, man kommt da irgendwie noch so ran. Okay, gut. Das muss irgendein Secret sein. Vielleicht irgendwas Verstecktes. Nee, man kommt also nicht aufs Dach, ne? Also, man kommt da nicht rauf. Da leuchtet aber irgendwas Lilanes. Schaut mal da genau hin, da oben. Es leuchtet lila. Okay. Na gut, Moment mal, da liegt noch was. Ach nee, das ist nur Deko. Einmal probieren wir es noch. Aber bis da oben waren wir doch gar nicht, ne? Das. Ja, genau. Zweite Etage. Da kommen wir nicht lang. Gut. Na egal. Gucken wir weiter. Und das ist jetzt eine Zone nur. Wahnsinn. Gucken wir mal, wie groß sie noch ist. Ah ja, hier ist, glaube ich, dann Schluss. Ja, und für 300 Bitcoins schalten wir die nächste Zone frei. Alles klar. Deswegen ist es wichtig, hier alles zu sammeln, was geht. Noch was in der Mülltonne? Nein. Oh, 1000 Bitcoins. Rein theoretisch könnten wir das aufmachen. Gegenstand zu teuer. Ach, wir haben nur 22. Müssen wir wahrscheinlich dann Online-Auktion starten. Oben sind noch Ballons. Die darf man nicht vergessen, ne? Das UFO ist auch ziemlich cool hier. Kann ich mir nicht mehr leisten. Hab alles ausgegeben für Sammelobjekte. Oha. Hier muss es ja irgendwas geben. Schrank ist auch leer. Hm. Oh, da ist was rausgefallen. Direkt in meine Tasche.
Woanders, das komme ich jetzt ja nicht hin. Oh. Doch, da komme ich rein. Gut. Also die Axt macht sich auf jeden Fall schon im aufgewerteten Zustand bemerkbar. Hat sich schon bezahlt gemacht. So, das Regal, glaube ich, kann man auch... Nee, kann man nicht kaputt machen. Schade eigentlich. Aber Tisch und Stühle. Das kriegen wir hin. Was gibt's hier drüben noch? Ein Schemel? So, haben wir da oben noch was? Nee, auch nicht mehr. Ich muss doch mal was Wertvolles finden. Dieser ganze Kleinkram hier. So, das hätten wir. Das hätten wir. Gut, wo geht's hier hin? So, bieten gegen andere, höchstes Gebot gewinnt. Versuche nicht zu viel zu bezahlen. Okay. Oh, hier kann man Container. Daten. Ach, seht ihr vielleicht? Moment mal, wartet mal. Kann das sein, dass ich da drüben... Jetzt sind ja die ganzen Ballons wieder da. Kann das sein, dass da drüben auch ein Container ist, den man eine Auktion starten kann? Dafür sind ja diese Trittbretter hier. Kann das sein, dass da vielleicht da oben einer ist? Ein Container? Wo ich jetzt so nicht rankomme. Nee, die sind alle nicht gekennzeichnet. Okay, okay, okay. Gut, ich dachte ja. Also mal zurück. Wir brauchen unbedingt diesen Container. Bin gespannt, was da drin ist. Gut, Auktion starten. Immerhin. So, oha. Eine goldene Riesenhandtafel hier. Mal sehen, es müsste sich ja hoffentlich gelohnt haben. Müssen wir nachher gleich eine Auktion starten. Hier ist übrigens ein Loch. Ach, guck mal. Ja, das ist ja ein Jackpot. Ja, wunderbar. Hier war auch noch einer. Oh, guck mal, was wir da alles verkaufen können.
Ja, das hat sich doch gelohnt. Definitiv. Und der letzte Container. So, 85 Bitcoins. Damit können wir schon einiges anfangen und die sogenannte zweite Zone öffnen. Bevor wir das aber machen, ich würde sagen, gehen wir doch erstmal zurück. Die Frage ist jetzt, wenn ich zurückgehe und die Zone verlasse, ob dann eine neue Zone triggert. Man sieht ja leider nicht auch, ob man alle Objekte schon hat. Also gefunden hat. So, geh auf dein Zimmer und schlafe eine Runde. Das machen wir definitiv gleich. Meine Herrschaften, hier gibt's aber auch viel Loot. Gut. Ach, hier, guck mal, ein Poster. Sehr schön. Wo geht's hier noch hin? Hier geht's nirgendwo hin. Gut. Hier steht noch eine Bank übrigens. Die müssen wir auch noch mitnehmen. So. Ich probiere es mal. Ich gehe einfach mal zurück. Und teste mal, ob ich hier wieder in die Zone reinkomme. Auktionen sind jetzt, glaube ich, gar nicht möglich. Auf jeden Fall schon richtig, richtig gut gemacht. Das gefällt mir wirklich. Oh, warte mal, hier ist noch was. Also für Leute, die wirklich gerne looten und Geld verdienen damit, gibt es nichts Besseres hier. Kann man sich schon ein paar Stunden aufhalten, ne? Nehmen das ja trotzdem mal alles mit hier. So, ich glaube, ich habe alles. Dann gehen wir mal schlafen. Oh. So. Voller Energie starten wir in den nächsten Tag und mieten mal einen Stand an und diesmal einen etwas teureren, 12 bis 16 Kunden, 8 bis 12 Kunden, 150, 4 bis 8, bis 8 Kunden, ja, ich glaube mal, ich nehme das hier, billiger Plan, so. Hey, Moment mal. Zwei Schubkarren. Moment. Erstmal feilschen hier. Ha!
Wer kauft? An die nette Dame. So, und der hier? Diese dreckige Lache immer, ne? So, wie viele Schubkarren haben wir denn mittlerweile? Guck mal hier, zwei. Wow. Familienstaubsauger, haben wir 5 Stück. Mal schauen. Der will einen Familienstaubsauger. Sehr schön. Hello, my lad. Hi, ma. Oh, der gibt aber auch noch ordentlich hinzu, ne? Für $336. Ach, Herr Duff. Immerhin. Hat auch einiges gebracht. Jack knurrt mich an. Danke, sagt er. Sehr schön. Ja, das Alien, Bobby Gray. Der will auch einen Staubsauger. Okay. Da hinten wartet schon der nächste Kunde. Immerhin, 284 ist okay. Gut, die Auktion ist ausgelaufen. Wir haben wieder 2419. Ich nehme mal... Obwohl, wir gehen mal gucken erstmal die Zone. Wir haben ja auch ein paar Bitcoins verdient. Ob wir jetzt wieder eine neue Zone haben oder ob es immer noch dieselbe ist. Nee, es sieht aus wie dieselbe, ne? Hat sich nichts geändert, ist auch alles weg hier. Ja, ist alles weg. Na gut zu wissen. Hier steht noch was. Man findet ja immer noch irgendetwas. Wir waren noch nicht in dieser Winterscheune drin. Das würde ich gerne noch zu Ende machen. So, das Holz kann man hier nicht zerstören. Hier ist noch ein Brunnen. Okay, teleportiere dich zur Taschendimension. Ja, das machen wir gleich. Eben gerade konnte ich es... Jetzt kann ich es nehmen. So, perfekt. Ist da hinten noch irgendwas? Da ist irgendwas Lilanes, aber das scheint irgendwie durch. Nix mehr. Ne, ist weg. So, sind einmal rum. Hier ist noch ein Hase.
Die Boxen kann man auch kaputt machen. Ja, wie? Das ist krass. Okay, hier gibt es bestimmt auch wieder einen Container. Hundertprozentig. Oh, eine Sammlung habe ich jetzt aus Versehen für Bitcoins gekauft. So. Hier ist alles leer. Hier geht's nicht weiter. Oben irgendwas? Nee. So, gut. Dann nehmen wir jetzt noch hier diese restlichen Sachen mit. Perfekt. Ah, fast das Poster vergessen. Ach, schaut mal, hier geht's noch weiter. Die Frage ist, ob ich jetzt für 25 Bitcoins hier das kaufen sollte. Ich muss ja auch noch den anderen Sektor aufmachen. Das muss man sich genau überlegen. So, das haben wir hier auch soweit. So, perfekt. Hier ist noch ein Poster. Die Container können wir nicht aufmachen, aber ich denke mal, da oben wird einer sein. Hier war doch so ein Sprungbrett. So, jetzt sind wir oben. Aber hier waren wir ja schon. Ne, hier gibt es auch keinen Container. Kann man auch leider nichts machen. Außer man kommt noch eine Etage höher, dass man da oben raufspringen kann. Was mich wundert ist, dass es hier da oben reingeht. Die Holzbretter kann man auch nicht wegmachen. Ja, seht ihr? Die Container sind da, wie man sieht, vernagelt. Die kann man aufmachen, wenn man weiß, wie man da reinkommt. Da muss es einen Trick geben. Ja. Und diesen Trick, den dürft ihr natürlich herausfinden. Also Leute, das war Bitwars, das DLC von Bahnfinders. Find dieses Spiel richtig cool. Gefällt mir. Ja, und wir sehen uns im nächsten angespielt Livestream oder im nächsten Gameplay. Also, wir sehen uns. Tschüss.